Hallo zusammen und willkommen bei Minecraft Let's Build und Let's Block Together mit Anduin. Grüß euch. Und Tibra. So, wir wollen das Gebäude wasserdicht machen. Du werkst, glaube ich, draußen und ich werde drinnen werken. Jawohl, was heißt wasserdicht? Kurze naja, Erklärung. Es regnet. Ein Dach gehört drauf und der Deckel gehört eingezogen. Ja. Und ja. Also Tibra kümmert sich um die Decke da in dem Gangbereich. Ja, ich habe zwar schon damit begonnen, herumprobiert ein wenig. Ja, und werde hier mal den Bogen weitermachen. Jawohl. Gut. Ja, und bei mir ist es und die Beleuchtung. So, dass ich den einen Turm komplett fertig habe. Und habe jetzt da schon, oh, man sieht es ja, genau, das kann ich euch kurz von draußen zeigen. Zack, zack. Hab da jetzt schon einmal begonnen, von da drüben rüber zu kopieren. Also die Seiten, die halt gehen, die habe ich rüber kopiert. Und ja, jetzt beginne ich halt wieder mit den Seiten da, die sich an das Haus andocken. Passt, was ich da gemacht habe, muss ich natürlich, bevor ich die Decke einziehe, machen, dass das alles hier schön beleuchtet ist. Passt. Okay. Gut, dann mache ich mal ein paar Beleuchtungskörper, wie sie gehören. Ja, das wird keine Schweigeminute einlegen, wenn man so konzentriert. Nein, ich bin nicht konzentriert, ich baue da nur ab. Also, ich hab dir zugehört. Ach so. Ja. Ja. So, ich nehme da einiges weg. Also ich versuche halt 1:1 ein Abbild zu schaffen, spiegelverkehrt vom drüberen Turm. Ja. Und so, dass das alles relativ gleich aufgebaut ist. Gott sei Dank müssen wir die ganzen Glowstones nicht erfarmen. Na gut, das kann man vergessen. Also jemand, der sowas da bauen will, wie wir das da haben, kann ich nur empfehlen, in der Kreativbauweise. Also uns würde die Zeit fehlen, sagen wir es einmal so, dass wir das alles erfarmen. Diese Zeit auch nicht hier erbringen wollen. Ich glaube, da tut nichts anderes mehr. Ja. Also den Glowstone zu erfarmen, das wäre genau eine Ding der Unmöglichkeit, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem bauen kann damit, ne? Eben, so ist es. Ah, diese Türmchen muss ich dann auch noch verschneiden mit dem Gewölbe. Diese beiden, den Glasturm in der Mitte. Gut, jetzt da drüben die Reihe noch und dann ziehen wir das ganze Gewölbe mal vor. Schauen wir mal, was passiert, ob das auch ausgeht. Na, drücke ich da jetzt eine. Hoppala. Ja, wir haben ja schon ein bisschen geplaudert heute, was denn so als nächstes im Programm stehen wird. Mhm. Und sind zu dem Schluss gekommen, wenn wir da mit der Baustelle fertig sind. Dann gehen wir mal eine Höhle erforschen. Dass wir, genau, dann werden wir wieder das Minecraft Let's Play aktivieren. Ja. Weil ich glaube, von Bauen hat man jetzt in der letzten Zeit ja genug gesehen. Dass es dann wieder mal was anderes gibt. Yep. Ups. Wäre ich schon gleich abgestürzt. Habe ich das schon? Das ist das letzte in der Reihe. Ja, fein.
Ja, der rucki zucki. Ja. Ja. Ja, dann. Gut, die Beleuchtung in dem Gang an der Wand steht einmal. Und jetzt haben wir da weiter. Genau, und das hier verschneiden. Da ist schon begonnen. Das Bodenmuster habe ich auch in der Decke irgendwie gespiegelt. Im Gewölbe. Und das ziehe ich jetzt einfach noch vor. So, hier mal wieder meine gemerkt, wieder eine Engelbrick an das Körperblock. Set Brick an das Körperblock. Eigentlich gar nicht unmöglich. Warum muss ich das kopieren von? Muss ich das dann reinschneiden? Da ist okay. Einmal. Nein, ups, nicht von da. Das später reinschneiden, genau. Das ist eine coole Entscheidung. Erst von hier. Na, geht auch nicht. Ich pause. Kopiere dann die ganze Länge. Einfacher. Was hast du denn vor? Blödsinn. Blödsinn, okay. Was, Frage? Eben. Ja, dann war sie ja gleich wie zu den Türmen gekommen. So. Okay. Die Innenwände hätten wir mal fertig. So. Fix und schon Stereo. Und damit starten wir wieder mit dem Turmbau. Da könnten wir, glaube ich, sogar noch. Alle fünf wurde es gemacht. Ja. Das kopieren wir auch noch kurz rein, oder da sparen wir uns einiges an Arbeit. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt war gleich bis daher. Müsste stimmen. Jetzt den markieren wir gleich, dann brauchen wir nicht nur mehr rauffliegen. So, Position 1. Dann hier die Position 2. 1, 2, 3, 4, 5. Und das nennt sich Quarz underscore Block. Set. Du musst wieder was kopieren. Quarz, befüllen. Befüllen. Ah, okay. Pop. Und voll ist es. 3, 4, 5, 6. Man spart sich ja doch einiges an Arbeit mit diesen Befehlen. Zack. So, und auch hier machen wir das. Ja, ich werde das auch so machen, dass ich nur einen Gang fertig mache und den dann kopiere. Ja, 3, 4, 5. Ah, ja. Ah, das ist einmal so. Ja, kann ich wieder So. Cool. Na, das mal. Also, los tun, ist gescheiter. Dann haben wir das, ne? Ja, genau. Jo, und jetzt bauen wir das wieder auf. Mhm.
brauchen wir eher weniger. Dafür brauchen wir den da. Gut. Weg damit. Genau, da haben wir jeden Eckpunkt. Da haben wir es in jedem. 1, 2, 3, 4. Ah, da haben wir ja schon. Jo, und so schließt sich der Kreis. Da-dum, da-dum. Müsste sich genau ausgehen. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Stimmt das jetzt? Unten ist die Kiste und das Muster ist hier so. Boah. Ich habe das so durchdacht, wirklich. 1, 2, 3, 4, 5. Du? Ja. Ich traue mir es ja gar nicht sagen, aber irgendwo wollen wir verzielt. Wegen? Bei was denn? Mit dem Glowstone. Okay. Ja, mit der Beleuchtung. Die du dort drinnen jetzt setzt, oder? Die stimmt noch. Was stimmt denn hier jetzt nicht? Ach, herrje, 1, 2, 3, 4, 5, das ist 6 Abstand. Na, ich hab's schon gefunden. Na bitte. Ich hab's ja schon gefunden. So. Das war nur das letzte. Das ist anders. So, dann kommen hier 4. Theoretisch kommt jetzt hier wieder ein Glasblock mit einem Glowstone. Idea ratzfatz. So. Ja, dann haben wir ja auch noch geplaudert über die Inbetriebnahme von unseren Tiergehegen da. Ja, genau. Wir wollen hier im Keller so was wie fast eine Arche Noah machen, ne? Genau. Ja. Also da wird die Tibra dann auch jetzt wahrscheinlich, wenn sie mit dem Ganggewölbe fertig ist, beginnen. Und wird dann schon einmal drüben in der Farmwelt versuchen, die Tiere zu finden, die uns nur fehlen. Und ja, ich habe bis jetzt noch keine Mod gefunden für den Spygod Server, wo man Tiere von einer Map in die andere transportieren kann. Weil sowas gibt es halt bei den älteren Serversystemen. Und deshalb werden wir so machen, dass wenn die Tibra es hat und wenn sie die erste Mal Züchtung mit den Tieren erledigt hat, dass sie dann einfach halt Jungtiere hier spawnen lässt.
Genau, Also sprich, beziehungsweise bei den Hühnern Eierschmeißer. wir werden uns, ja genau, wir werden uns schon die Aufgabe stellen, dass wir es wirklich einmal finden müssen in der Farmwelt, aber Ja. sobald wir es drüben einmal haben, werden wir hier dann zwei Jungtiere spawnen lassen. Weil Genau. ja dann im Endeffekt irgendwann einmal die Farmen sowohl für die Gemüsesachen und auch eben für die Tiere sollen ja hier auf das Serverlobby, also das ist so unser zentraler Punkt. Und die Farmwelt dient ja eigentlich rein so als Mine. Wir werden da drüben höchstwahrscheinlich dann noch immer die Gemüsegärten und so haben. Und die Tiere aber werden die vielleicht nicht mehr regelmäßig abfarmen, so wie wir es da machen. Ja. So, nächstes. Die Glowstone-Reihe, die ist einfach nur zur Beleuchtung. Das scheint dann in der Ecke super durch und der Gang ist schön hell. Also halbwegs hell. Ja, da haben wir auch einiges getüftelt, wie das halbwegs sich ausleuchtet, aber ich glaube, da haben wir jetzt das System gefunden, was ganz gut Ja. passt und die Gänge auch dementsprechend beleuchtet. Ich freue mich schon aufs Anfüllen vor dem Lager. Da wären ein paar Kisten zu füllen. Das wird lustig. Wie wir es ja schon zu Beginn erwähnt haben, das Minecraft Let's Play und Let's Build wird uns auf YouTube sehr lange begleiten. Also wir haben da nicht vor, dass wir das irgendwann nach einem Jahr oder so abschließen, sondern so lange, was wir wahrscheinlich auf YouTube unterwegs sein Ja. werden, wird es halt die Serie geben. Wir werden sie irgendwann einmal bei 100 Folgen oder so, werden wir immer eine Staffel beenden und dann halt mit der nächsten beginnen, aber ja. Der Server wird uns höchstwahrscheinlich viele Jahre begleiten. So wie es ausschaut. Kann durchaus sein, dass es einmal so wochenweise Pause gibt oder so, dann einmal beim Eingriff. Das werden wir noch sehen. Aber momentan. Haben wir nicht gesagt, dass wir die Bauwerke auf Planet Minecraft auch herzeigen wollen? Ja, das ist auch, glaube ich, noch etwas, was wir da noch nicht erwähnt haben. Stimmt ja. Also, wir werden die Bauwerke, die wir hier generieren, auch auf Planet Minecraft hochladen. Bin mir noch nicht sicher, wie ich es mache, aber wahrscheinlich in der Playlist, also zum Beispiel hier jetzt in der Let's Build Staffel 1, wird es dann, wenn die Gebäude fertig sind, immer den Link geben zum Planet Minecraft Download. Also wo ihr euch dann das entweder als Schematik oder als Map halt downloaden könnt, falls es jemanden interessiert. Falls jemand es als Basis verwenden will und dann verschönern, weiterbauen oder nur Teile davon, Genau, dann kann man das dann herumprobieren. dort downloaden. Wird dann nur einmal eigens erwähnt werden, momentan sind wir noch nicht fertig. Aber wenn es dann soweit ist, werden wir das nochmal erwähnen, Ja. wenn es zum Download zur Verfügung steht. Ups, das war. Bum, bum, bum. Was mache ich da? Das Ja, stimmt ja das weiß ich nicht. nicht, was du tust. Das stimmt nicht. Geht ja ganz anders. Geht so. Okay, so schnell das dann rein. Na gut, das machen wir jetzt einfach mal zu, ne? Das klingt anders aus. Dann mache ich den Gang rein. Juhu.
weit bin in der Folge nicht gekommen. Wir sind bei 20 Minuten und ich habe einen Teil vom ersten Gang nur geschafft. Naja. Ist Gar nicht sicher eine so. Arbeit, die man jetzt da ein paar Folgen lang sehen wird. Sind halt auch ganz schön viele Blöcke, ne? Die Gänge sind ja nicht unbedingt klein. Ja. Wir wollten es ja anständig groß haben. So war es aber auch. Ja, die Stiege rauf ins Dachgeschoss, also unter Anführungszeichen zu den ganzen Kisten und zum Innenleben des Inventars. Zur Mechanik, das machst du oder muss ich das irgendwo berücksichtigen? Nein, brauchst nichts berücksichtigen, das baue ich dann nachträglich ein. Ah, okay. Weil Passt. eine Mod habe ich für unseren Server gefunden, und zwar eine Lift-Mod. Die werden wir, wenn dann das Gebäude fertig ist, werden wir die das erste Mal in Betrieb nehmen. Da wird es dann in einer Folge, werde ich das einmal herzeigen, wie man das aufbaut. Okay. Bin Das aber noch nicht so weit. ist dann deins. Werde da nur zuschauen und lernen. Kannst du selber nicht. Na, dann ist es super. Sehr schön. Beruhigend. Spitze. Ah. Da ist wieder ein bisschen Beleuchtung. Ah, ich überlege gerade, wie ich das da herüben angelegt habe. Hat das nicht auswendig gemerkt? Es ist da. Es ist da. Ich mache die eine Reihe noch fertig und dann könnten wir cutten. Okay. Muss man das sowieso einmal von unten ansehen, wie das wirkt, obwohl es ja noch nicht fertig ist. Also mir hat das Stück zuerst vorhin eigentlich recht gut gefallen. Sehr fein, Dankeschön. Bitte. Nein, kann nicht sein. Ach so, bin dann da. Ah, da Da ist sind wir zu Hause damit. ja, ihr seht schon, das Ganze wird eine schöne Kuppel, hoffentlich, wenn es fertig ist. Und das sind ganz schöne Längen. Gut. Was machst du gerade? Ich baue da an dem Turm und versuche Okay. das irgendwie zu rekonstruieren, was ich am anderen gemacht habe. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Jawohl, Und ich ich hoffe, stelle mich es da hat mal euch kurz ab. gefallen. Daumen hoch. In der nächsten Folge werde ich natürlich weiterbauen, die Gewölbe aus den Seitengängen verschneiden. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Ciao! Ciao.